Servusle, grüßt euch, willkommen zurück bei Minecraft mit eurem Voucher. Die 100. Folge, Leute. Wenn man sich das mal genau überlegt, ne? Ich habe ja gesagt, ich mache einen kleinen Review und so. Aber, Leute, 100. Das heißt, wir haben jetzt, das Daily kommt, sind wir jetzt 100 Tage am Stück unterwegs in diesem Spiel. Zusammen, genießen die Zeit, lassen uns ein bisschen berieseln. Wie oft haben wir schon den Mond gesehen? Ich bin total innerlich gerührt, wenn ich mir das ganz genau überlege. Das ist ein Spiel, schon uralt. Ich weiß noch, dass es mir eine Herzensangelegenheit war damals, als ich es angekündigt habe, dass ich spiele. Und es ist immer regelmäßig jemand dabei, viele von euch täglich. Und da möchte ich mich einfach mal an der Stelle auch bedanken. Ja, ich nehme das jetzt hier zum Anlass, um einfach mal Danke zu sagen, dass ihr hier treu mit mir durch die Welt schreitet, durch meine Weltenflucht. Eskapismus. Flucht vor der Realität, sagen ja manche, ist es im Prinzip auch. An genau den Momenten, wo man hier eingeloggt ist, flieht man ja aus der realen Welt und macht sich hier einfach so ein paar Minuten, Stunden seine eigene Welt. Und genau das hat es für mich bis jetzt erfüllt. Mit euch zusammen, muss ich sagen, mit einem riesen fetten Bonus. Ja, also es ist viel toller geworden, als ich es mir gedacht habe. So, jetzt habe ich natürlich überlegt, wie mache ich das mit der Review-Folge? Review gibt's heute, allerdings gehe ich nicht ganz zurück zu den Anfängen, also nicht mehr die Folgen, als wir noch Classic gespielt haben, sondern wir springen im Prinzip zur Folge. Was heißt, ich habe es ja nicht nummeriert, ja. Wir gucken uns einfach mal an, wie das am Anfang war, als wir noch hungern mussten, ja. Als wir das erste Gebiet entdeckt haben, unsere vorübergehende Bleibe, das schauen wir uns ganz kurz an in einem kleinen Zusammenschnitt und enden diesen Zusammenschnitt auch mit unserem tragischen Tod in der Mine damals, wer dabei war, als ich dann das erste Mal da verreckt bin. Und also in den Minen. Und dann kommen wir wieder hierher. Ich bereite in der Zeit schon mal alles vor, dass wir auch in dieser Folge ein bisschen am Lager weiterkommen. Übrigens, das Lager, das werdet ihr auch noch sehen in einem der Zusammenschnitte, das war tatsächlich von Anfang an hier drüben geplant, ne? Also die Idee war, da war das Loft noch gar nicht angebaut, haben wir schon gesagt, wir machen das Lager hier rein. Das ist das erste Große, was wir jetzt tatsächlich verwerfen. Also wir sind noch voll auf Kurs, ne? So, die kleinen Rückblicke sind ein bisschen markiert. Oben rechts habe ich da so ein, mache ich da so ein Zeichen rein, dass man es erkennt, wann Review ist und wann nicht. Und dann sehen wir uns gleich wieder hier in dieser Welt, ne? Wenn der Review rum ist, der erste. Viel Spaß. Hier mit unserem Phallus. Jetzt hat es mich gerade an den Phallus erinnert. Ganz böse, müssen wir ein bisschen abtragen vielleicht. Ein bisschen übertrieben. Okay, das war zu spontan. Okay, jetzt mal einen Anfang haben. Ja, das ist jetzt natürlich nicht unsere Behausung. Ich baue das jetzt einfach nur mal dahin, dass ich mir jetzt auch eine Schippe machen kann und so weiter. Hier haben wir noch die Werkbank, die möchte ich natürlich auch kurz setzen. Ein Bärengarten. Da waren Erdbeeren. Das sind Erdbeeren. Oh, Voucher schnell, bevor das weg ist für immer. Ich bin fast tot. Ich habe ein Schaf geholt. Ich zeige es euch gleich. Erwachsen, ne? Das heißt, ich kann die jetzt ernten. Die auch. Die ist noch nicht so weit. Ich muss die jetzt auch futtern, zumindest mal. Eine esse ich noch. Ne, ihr seht, ich habe mein erstes Weizen geerntet. Eins. Eins. Eins war fertig. So, die machen wir hier rein. Die andere hier. Und die essen wir dann. Hier kann es, glaube ich, jetzt nicht mehr weg. Ne, es ist mir schon da hinten abkauen über den Felsen. Darunter. Wir brauchen auch noch ein zweites. Ja, da bist du. Da bist du jetzt, gell? So, das töte ich jetzt nicht. Ich will noch ein zweites, dass wir uns hier Schafe machen können erstmal. Ja, Schwein, du musst jetzt leider dran glauben, weil ich habe nämlich nichts mehr. Ich habe gar nichts mehr. Tut mir leid, Alter. Ich hätte dich gerne mit heimgenommen. Da ist noch eine Kuh. Auch die wird dran glauben müssen jetzt. So. Ich nenne das Arschretterschlachten. Da komme ich hinterher. Ist mir egal. Bleib da, Alterle. Ich lasse es mal drin. Wenn alles klappt, vermehre ich es später. Was ist denn das hier? Ein rohes Schweinefleisch. Wautschele, ab in der Grill. Ich bin hier noch beim Angeln. Ihr seht, es fehlen noch ein paar Keulen, bevor wir runtergehen können wieder. In aller friedlicher Ruhe. Ich bin so froh, dass ich jetzt gerade hier drin bin. Ich habe gerade so ein bisschen nebenbei einen Fernsehlaufen gehabt vorhin. Weil ich da momentan so eine Serie angucke. Kennt ihr bestimmt Hicks und dieser Keinzahn oder wie? Jetzt weiß ich den Namen nicht mehr von dem Drache. Ohne Zahn. Und danach kommt immer irgendwie so eine amerikanische Werbesendung, die so schlecht synchronisiert ist. Das kennt ihr bestimmt. Jetzt habe ich natürlich nichts gefangen, weil ich jetzt wieder am Babbeln bin. Und die haben da die Hollywood Pants verkauft. Und jetzt habe ich das so im Ohr. Hollywood Pants. Wenn Sie Ihre Speckröllchen nicht mehr an sich leiden können, brauchen Sie die Hollywood Pants. So eine Hose, die weit über die Hüften zugemacht wird. Fischle, auf. Ist das wieder ein Kugelfisch? Letztendlich habe ich einen Kugelfisch gegessen, ey.
Das hätte ich nicht machen sollen. So was fehlt mir. Ich habe noch was ganz Feines für uns dabei heute. Jo, wir sind voll. Für unten habe ich noch eine Tomate. Die Tomate war fertig. Ich habe die schon mal umgepflanzt oben. Eisenspitzhacke habe ich dabei. Meine Hollywood Pan sitzt. Wir können direkt runter. Jetzt habe ich ein bisschen Panik. Oh, wenn ich das aufmache. Guck dir mal das an. Das kann ich jetzt nicht liegen lassen, ne? Da ist noch mehr. Wieso muss ich... Guck mal, das dampft sogar. Wieso muss ich das jetzt unbedingt haben? Da ist noch mehr. Ah, Voucher. Kurz davor in die Lava zu klatschen hier. Tja, Lava, ich habe eine Community. Ich weiß so ein bisschen Bescheid, Alter. Das hast du nicht gewusst. Ich habe es geahnt. Ich habe so geahnt, Alter. Hauptsächlich wie... Du Stück, du machst mir hier mein ganzes Zeug kaputt. Sterben wir jetzt? Shit! Gut, mir geschieht's gerade recht. So war das vor einiger Zeit, ne? Da habe ich noch... Da habe ich noch Fische angeln müssen zwischen den Folgen, dass wir eine Höhlentour machen können, ohne zu verrecken gleich, ne? Jo, jetzt bin ich hier am Birkenhain. Ich hole uns Holz ran. Wir brauchen drüben ja Holz fürs Lager. Das soll ja so eine Art Übergang werden. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Ich lasse mich da auch so ein bisschen vom Gefühl leiten, während ich da drüben abtrage und baue. Aber jetzt besorge ich uns erstmal hier Holz, setze natürlich die Birken gleich wieder nach. Und in der Zeit würde ich gerne einen kleinen Sprung machen zum Aufbruch, ja, als wir damals das Gebiet verlassen haben, um diese Welt hier zu finden. Da habe ich ja Taschen und alles vorbereitet gehabt. Irgendwann sind wir natürlich auch mal aufgebrochen. Moment. Bin natürlich noch nicht so routiniert jetzt, ne, auch nach 100 Folgen, dass ich hier reden kann, abbauen kann. Hier übrigens, ich bleibe manchmal schon auch auf der Maus drauf. Ich weiß gar nicht, wann ich extreme Trash-Klicken an den Tag legen. Manchmal passiert es halt. Genau, also Aufbruchsfolge. Wir haben auf der Reise hierher ein, zwei Sehenswürdigkeiten erlebt. Die würde ich gerne nochmal mit euch reinschauen. Das war cool. Die Eisvilla, wer sich erinnert, und diesen Friedhof. Die Friedhofsgeschichte, wo ich da das erste Mal diese Schleimklippers gesehen habe. Da schauen wir jetzt ganz kurz rein auf dem Weg hierher. Und dann sehen wir uns auch gleich wieder. Ich denke mal, dass ich bis dahin auch hier soweit ein bisschen weiter bin. Müssen wir mal gucken. Nee, kann aber auch sein, ich stehe noch genau hier. Ja, viel Spaß. Es ist gerade die richtige Zeit zum Aufbrechen für uns. Ich habe jetzt ewig gebraucht, bis ich die Rucksäcke hier voll hatte. Also ich habe jetzt keine großen gemacht, weil sonst hätte ich es vom Leder her nicht hinbekommen zeitig. Aber jetzt haben wir 6 Rucksäcke, die sind knallevoll. Wir haben einen auf, der ist halb voll. Hier ist ein bisschen das Zeugs drin, das wir unterwegs brauchen. Geschwind mal ein Bett aufgestellt, ein paar Boote, was zum Futtern. Und den wir hier unten in der Leiste sehen, der ist leer. Ne? Den nehmen wir zum Sammeln. Ich hoffe halt, das Ziel ist ja, dass wir ein Gebiet finden. Ne? Jetzt will ich hier noch kurz durchgucken, was ich da noch mitnehmen will. Die Kürbisse würde ich gerne noch mitnehmen. Die Kakteen können da bleiben. Tuft haben wir schon eingesammelt. Hier meine Muschel. Man weiß ja nie. Ne? Vielleicht treffe ich ja mal jemand. Dann kann ich meine Muschel verschenken. Alles klar. Wir haben gesagt, wir gehen nach Norden. Da haben wir schon 2 Städte gefunden. Wir gehen auch schnurstracks nach Norden. Lassen wir uns jetzt gar nicht mehr länger aufhalten. Wir gehen da vorne noch einmal den ganz normalen Weg runter, sagen der Fischerhütte noch Tschüss. Diamant habe ich mit. Ich weiß jetzt noch nicht mehr, in welchem Kistle da drin war und so. Das kann ich euch jetzt beim besten Willen nicht sagen. Norden wäre dann da hinten. Komm, bleib da, bleib da. Komm her. Ja, wir brauchen jetzt auch keine Vögel. Entschuldigung. Voll der Wald, Alterle. Speckstein, Speckstein. Speckstein, Speckstein, alles muss ver... Sorry. Stein, ja, ist es ein Grab. Habe ich jetzt wirklich einen Grabstein gerade abgebaut? Da drüben ist noch was. Seht ihr das da hinten? Da müssen wir auch noch gucken. Skelettschädel. Straßenlinien. Oh Leute, was kann ich denn hier machen? Soll ich die Monster anmachen, dass man hier sieht, was da abgeht? Ich gehe jetzt mal zu dem Spawnpunkt. Oh mein Gott. Oh, ich habe die Monster noch nicht mal an und bin jetzt schon ganz schreckhaft. Wir machen jetzt die Monster an. Da hinten läuft schon was, ne? Da hinten läuft schon was, Leute.
Das sah aus wie so ein Slimey, ne? Aber halt einfach nur ein Glotz. Hier ist der Grüne. Guck mal. Was ist denn das? Was bist denn du, Alter? Oh. Oh, leck. Da war, jetzt, noch... Explodieren die auch? Oder war da noch... ein Reaper. Ein Creeper. Ein Reaper. Hier wohnt jemand. Hier wohnt doch jetzt jemand. Was ist denn hier los? Packeis. Aus Packeis hat sich da eine Treppe hier gebastelt. Wer ist denn das? Er hat aus Packeis hier was gebastelt. Ich muss den Teppich... Den Teppich kann ich ja mitnehmen, oder? Ich meine, wenn man den in die Reinigung bringt, wird er ja auch abgebaut. Clowstone. Habe ich es kaputt gemacht. Klostonstaub. Klostonstaub, das heißt bestimmt anders. Sorry. Ich bin schon wieder ganz aufgeregt. So, bevor wir jetzt tatsächlich zu diesem Abschnitt kommen, an dem wir tatsächlich das erste Mal dieses Gebiet entdeckt haben in unseren ganzen Folgen, möchte ich noch ganz kurz einen Einblender bringen, wie das mit der Gartenlaube damals war, wie die ausgesehen hat. Da bin ich nämlich auch drüber gestolpert beim Suchen von Ausschnitten. Und das war ja wirklich nur so ein kleiner Marmorbunker. Ne? Das schauen wir uns jetzt kurz an. Ich gehe rüber, ich habe jetzt Holz besorgt. Ja, zumindest mal ein paar Stack, dass wir drüben mal die obere Plattform rüberziehen können. Ne? Vielleicht noch mal kurz zur Erklärung für diejenigen, die es noch nicht so mitbekommen haben, was ich vorhabe. Es war ein bisschen blöd erklärt von mir, die letzte Folge. Eigentlich war es ganz bescheuert erklärt. Hier drüben sieht man jetzt neben dem Loft unten einen ziemlich geraden Durchgang. Ne? Den will ich verbauen. Ich will, dass man da einmal mit dem Boot durch kann. Ich möchte über dem Boot praktisch so eine Verbindung rüber machen, ungefähr auch auf der Ebene. Und möchte da praktisch den ersten Lagerbereich reinbauen. Die Option möchte ich haben, nach unten, also unter Wasser in die Erde rein, noch mehr Lagerfläche zu bauen. Aber ich möchte auch oben drauf bauen, wie so eine Art Hochregallager. Vielleicht sogar rechts rüber. Das kann ruhig auch ein bisschen Kastenform haben, habe ich mir überlegt. Das kann auch technisch modern aussehen, ja. Aber soll dem Loft-Style sein. Das schauen wir uns jetzt an. Wenn es uns nicht gefällt, reißen wir es ab. Das kennt man ja. Jetzt aber noch mal ganz kurz einen Blick in die Gartenlaube, bevor wir uns dann wirklich den Review auch anschauen, wie wir das erste Mal hier von da oben runtergeschaut haben. Ne? Jetzt zur Gartenlaube. Dann werde ich... das kann ich euch noch zeigen. Genau, das habe ich zufällig gefunden. Das bastle ich uns ein bisschen raus. Das ist dann unsere Gartenlaube. In Anführungszeichen Gartenlaube. Weil es eigentlich gar keine Gartenlaube ist. Hier kann man also rein. Es ist jetzt ja keine Höhle, sondern einfach nur so ein kleines Ding. Das werde ich uns ein bisschen ausbasteln. So. Und hier bauen wir uns dann die Schränke rein fürs Gemüsezeug. Ne? Jetzt wäre natürlich das schon schön, wenn ich hier noch so ein paar Wasserpflanzen anlegen könnte. Kreide. Was kann man eigentlich mit Kreide machen? Pass mal auf, wie ist denn das? Ich will es halt schön haben, aber ich will jetzt nichts von 0 auf 100 aufbauen, sondern ich will das Vorhandene haben. Und integrieren, also Ideen und vorhandene Natur in Einklang bringen. Ne? So würde ich das sagen. Guck mal, hier kann man doch wunderschön die Gemüseschränke drunter setzen. Das fände ich schon mal nicht schlecht. Dann haben wir hier praktisch den Lagerbereich. Hier lagern wir die Sachen ein. Das würde ich jetzt aber hier gerne zumachen. Und zwar farblich einigermaßen gleich. Wobei der hellgrüne Stein, muss ich ganz ehrlich sagen, der gefällt mir schon auch. Der gefällt mir schon auch. Vielleicht kriegen wir das irgendwie farblich so hin. Wir müssen mal gucken, da werde ich wahrscheinlich irgendwann eh alles abreißen und neu schisseln. Ne? Mit dem Schissel haben wir ja die Möglichkeit, noch schönere Dinger zu basteln. Jetzt müsste das aber auch weg. So, was habe ich hier gemacht? Hier habe ich im Prinzip ein bisschen verziert. Man sieht es auch schon. Ne? Ich habe hier ein paar von unseren Blumen mal ausgesetzt. Wassersalat habe ich angepflanzt. Wir haben auf jeden Fall mal die Rucksäcke leer gemacht. Ne? Wir haben unser Gemüse hier drin. Hier habe ich ein bisschen den See erhalten. Hier sind noch die restlichen Blumen und Zeugs drin. Da haben wir so viel Zeugs eingesammelt, das ist übelster Hammer. Die Schränke, also wir haben allerhand Zeug. Ne? Das wird jetzt auch das nächste sein, was wir machen sollten, das Gemüse anbringen. Gemüse und Obst, also die Früchte, damit es da weitergeht. Hier, was habe ich hier gemacht? Ja gut, hier gibt es noch eine Werkbank und einen Ofen, den habe ich mal da unten reingesetzt, spaßhalber. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Wir haben Andesit-Wände, da habe ich auch tatsächlich gelernt, aus bröckeligem Andesit Andesit wiederherzustellen. Hier haben wir ein bisschen geschisselten grünen hellen Stein und Kreideboden. So, wir haben nochmal schlafen müssen. Wurde tatsächlich Nacht, als ich hier angefangen habe zu wägeln. Sieht man das von hier, was ich gemacht habe? Ich habe den Durchgang jetzt tatsächlich mal förmlich rausgeholt. Jetzt bin ich allerdings schon wieder nicht mehr so 100% sicher, ob ich das... Das könnte das Landschaftsbild verschandeln. Wir machen auf jeden Fall hier rüber eine Gerade.
Das auf jeden Fall. Wir werden auch auf jeden Fall zwei kleine Lager hier reinbasteln, rechts und links an der Wand entlang. Dann haben wir im Prinzip ja da drüben noch eine Fläche. Vielleicht teilen wir einfach die ganze Lagergeschichte so auf, dass wir hier ein kleines Lager haben für die Erzgeschichten. Weißt du, vielleicht so. Muss ich mal sehen, wie das jetzt wird, wenn es fertig ist. Es kann auch gut sein, dass ich das Lager einfach hier rüberziehe in diesen Felsen reinbaue. Wobei, da muss ich dann schon wieder schauen. Da haben wir nämlich auch einen Schacht, beziehungsweise einen Weg in den Schacht. Nee, der war, glaube ich, sogar da. Wir gehen mal ganz hoch, da sieht man es am besten. Muss mich da jetzt ein bisschen orientieren. Da fehlt uns auch noch ein Aufgang hier, ne? Ein Aufgang. Wir müssen das ja. Hier ging es hoch. Wir müssen natürlich draußen ins Treppenhaus. Das muss komplett sein. Ja? Man muss von ganz unten nach ganz oben kommen. So, hier ist auch noch nicht fertig. So, lass mich mal gucken. Da drüben war der Schacht. Das geht natürlich nicht. Das geht nicht. Und den kleinen Felsen weggraben will ich nicht und den auch nicht. Macht es Sinn, die Verbindung darüber zu setzen? Also hier das aufzubuddeln, dass hier der Fluss praktisch hier reinläuft, das finde ich gut. Das wollte ich sowieso. Wir könnten natürlich da drüben auch das Lager. In den großen Felsen, weißt du, dass wir da den Felsen praktisch querschneiden. Jetzt hat es gerade gespeichert, kurzer Moment. Wie kommt man da jetzt am besten hin? Ich muss jetzt mal gucken hier, ich habe so viel umgebaut. Warte, haben wir gleich. Wow, hier ist schon ein Stückchen Leiter. Wow, gehen wir hier raus. Super, hier müssen wir rüber. Da müssen wir ja fast hier hüpf, au. Alles klar. So, einen Rückblick haben wir noch tatsächlich. Ich möchte nochmal mit euch anschauen, wie wir hier angekommen sind. Gibt natürlich noch viele Rückblicke. Wenn ihr Spaß habt an sowas, kann ich das auch gerne mal alle 10 Folgen oder so. Will mich da nicht festlegen, aber da kann ich gerne immer wieder mal was machen. Ne, wir haben so viel erlebt. Hier ist ja an jeder Stelle irgendwie eine Möglichkeit, einen Rückblick zu machen. Wisst ihr noch, wie wir damals hier die Brücke und die Felder, allein die Felder, können wir Rückblick ohne Ende machen. Jetzt pass mal auf, wenn wir das hier reinzwirbeln. Stell dir mal vor, da ist nämlich auch eine Höhle, die wir noch nicht entdeckt haben. Dass ich hier praktisch tatsächlich hier einen Fluss mache. Müssen wir jetzt angucken, wie komme ich denn da jetzt am besten hin, dass ich das richtig toll sehe. Hier vielleicht über den Baum. Naja, das wird nichts. Das wird nichts werden, Voucher. So, kurzer Moment. Ich hupfe hier mal durchs Dickicht. Lelelelele. Jetzt sind wir praktisch hier drauf, wo ich die Verbindung rüber machen will. Ne? Ich weiß halt nicht, ob das so wird, wie ich es mir vorstelle. Können wir da drüber. Verdammt, ich wollte es anders. Jetzt hopfe ich ganz runter so. So, jetzt stecke ich hier im Matsch. Hier, das was hier reinbauen, weißt du, dass ich hier praktisch so ein Viereck rausnehme tatsächlich, das schön mit Glas zumache, gerne die Struktur hier erhalte, dass man praktisch hier einfach, ich weiß es nicht, ich bin total unsicher, weil wenn ich es jetzt hier zumache und darüber ziehe, das sieht erstens mal nicht so gut aus, wie ich es mir gerade vorstelle, dann mache ich hier lieber wirklich eine Brücke drüber, lass mir für oben, vielleicht machen wir den Rosengarten oben drauf. Und machen hier so einen Durchbruch, dass der Fluss hier reinmündet und wir praktisch mit dem Schiffle hier ankommen. Dann würde ich das Lager vielleicht eher. Es muss halt Platz sein, ne? Wir brauchen wirklich viel Platz. Das ist die Frage, die sich mir gerade stellt, ob das Sinn macht. Jetzt kommt er hier mit einer Lageränderung mitten in einer Review-Folge. Doch, das könnte schon cool sein. Stell dir vor, ich hau da ein Viereck raus und mach das tatsächlich oben mit einer Holzplatte so rüber zu. Was ist denn das? Was ist denn das? Das sah gerade aus wie eine Tür. Das sah gerade aus, als ob da jemand eine Tür reingeschlagen hätte. Wir können natürlich die Höhle mal angucken, wie sich die überhaupt macht. Weißt du? Wir haben sie ja wirklich noch nicht entdeckt. Vielleicht machen wir da einfach mal die Monster an die Tage und erkunden mal das ganze Ding. Warum denn nicht? Ich muss es ja, wie gesagt, das Lager baue ich nur einmal, wenn ich das jetzt übers Knie breche, ne? Oder ich logge einfach nur mal in einer ruhigen Minute ein und schaue mich nochmal ganz gediegen und gemütlich um. Hier, ne? Da geht es nämlich auch oben lang, wenn ich es richtig sehe. Jetzt bin ich runtergefallen. Oder ich mache doch die Idee. Ich könnte natürlich auch die Idee machen, dass wir hier oben so einen ganz kleinen Lagerbereich aufbauen und uns wirklich unter der Erde austoben. Dass wir 2 Etagen machen und dafür lieber richtig fette große Lager. Weil unter der Erde stört es auch nicht. Und da können wir vielleicht sogar die U-Bahn. Aha, das ist es. Alles klar, ich hab's. Wir können die U-Bahn im Prinzip unterm Lager entlang führen lassen ins Schneegebiet, beziehungsweise vom Schneegebiet kommt. Das können wir machen. Dann fahren wir durchs Lager. Dann kann man da anhalten, wenn man was braucht oder ablädt. Sehr schöne Idee. Also Lager unterirdisch. Da haben wir genug Platz unterm See. Hier macht man einen schönen Durchgang. Vielleicht baue ich einen Rosengarten oben drauf oder einfach nur eine Chiller-Terrasse und durch die kann man dann mit dem Bootle fahren. So machen wir das. Jetzt der Rückblick nochmal. Ich komme natürlich nochmal zum Verabschieden. Nochmal der Rückblick, wie wir hier angekommen sind. Ja. Und danach verabschiede ich mich auch. Und dann werden wir immer wieder mal so einen kleinen Rückblick auch reinnehmen können, wenn ihr das möchtet. So, jetzt aber viel Spaß.
Lass mich mal gucken auf der Map. Ich will das Ding entlangfahren. Ich glaube, dass das hier ein gutes Gebiet ist. Finde ich schon mal richtig nice. Und ich benutze das Wort nice echt nicht gern. So. Ist das geil? Jetzt pass auf. Da darfst du jetzt nicht hängen bleiben so oft, sonst ist das Boot kaputt. Wo sind wir denn jetzt? Das muss ich mir angucken. Wenn das in einem wunderschönen See münden wird, wäre es natürlich gebongt. Das ist schön. Hier ist es schön. Hier gefällt es mir. Jetzt ist die Frage, das muss zu sein. Wenn das jetzt hier ins Meer reinmündet, dann kannst du es vergessen. Nee, es mündet nicht ins Meer. Das ist einfach nur ein großer See. Das ist schön. Da drüben hat es kühl. Hier ist es gut. Hier gefällt es mir. Jetzt muss ich mal orientieren, wo der Fluss war. Der Fluss wäre wichtig und das Schneebiom. Da hinten ist ein kleiner Lavasee. Sehr schön. Hammer, Leute, gewöhnt euch mal an den Anblick hier. An diesen Anblick. Ihr seht schon, ich habe schon mal provisorisch hier uns eingerichtet. Ich habe mir es jetzt auch nicht einfach gemacht. Jetzt schlafen wir mal, dass wir das bei Tag sehen. Ja? Also wir sind immer noch hier. Ich habe jetzt hier auch schon My Home is My Castle. Ne? Ich habe hier so ein kleines Burgzeichen gemacht. Also wir sind jetzt erstmal angekommen. Hier, das ist der kleine See, dieses kleine in sich, dieser in sich Bereich. Kann man es in sich Bereich nennen? Genau. Und das, was ihr hier vor mir seht, vor uns seht, läuft alles. Ich bin total aufgeregt und ich freue mich tierisch. Hier baue ich einen Loft. Ne? Und zwar, also wir bauen auf der Hochebene, das zeige ich euch auch gleich, die ist hier drüben. Hier werden wir auf jeden Fall eine Brücke rüber bauen. Hier oben kommen Riesenfelder hin. Ich will richtig fett große Felder, ne? Also reines Getreidegebiet hier oben. So, ich hoffe, das hat euch heute gefallen, die 100. Folge. Wie gesagt, nochmal meinen herzlichsten Dank an alle, die hier fleißig und treu mit mir zusammen durch die Welt stiefeln, mit auf die Wanderungen gehen, gegen Monster kämpfen oder auch nicht, die hier dabei sind, wenn wir einfach jeden Tag eine Runde Voucher zockt, Minecraft machen. Ja, ist ja doch ein Teil, der uns ganz stark miteinander verbindet. Also ich freue mich, dass ihr auf der Reise mit dabei seid. Hier werden wir uns runterbohren, ja. Hier runter. Und dann werde ich mal gucken, dass ich das Lager von da drüben bis hierher irgendwie freilege. Und dann werden wir halt unterirdischen Riesenbereich haben, ne. Die Minen von Vautria oder sowas. Und dann werden wir das Lager da unten reinbasteln. Und dann wird es schon, ne. So machen wir das. Ich guck mal, wie ich da anfange. Ich muss drüben ausmessen, auf welcher Blockhöhe ich da war drüben, dass wir es ebenerdig haben. Dann werde ich mal einen Gang rüber buddeln, sodass wir eine Verbindung von hier nach drüben haben. Dann schauen wir, wie wir die Schienen legen und dann basteln wir das Lager da unten rein. So machen wir das. Und hier machen wir einfach nur eine kleine gemütliche Brücke und ein bisschen einen Chillerbereich oben drauf. So, das war Folge 100. Morgen sehen wir uns zur 101 wieder, wie gewohnt. Und wäre schön, wenn ihr wieder da seid. Ne? Bis bald.